Und herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Bis jetzt ja 4x3-0 gewonnen. Ging es müheloser, als ihr euch das vorgestellt habt bis jetzt? Ja, so ein deutliches Ergebnis haben wir uns erhofft, aber nicht klar gewesen. Timo einen sehr guten Start hingelegt gegen Coulet. Da war natürlich erstmal so ein bisschen ruhiger gewesen. Coulet ist ein starker Spieler, der, wenn es wirklich richtig schlecht für uns läuft, natürlich auch beide machen kann. Deswegen waren wir sehr froh, dass wir direkt mit 1-0 in Führung gegangen sind. Und dann gehe ich natürlich auch mit 2-0 im Rücken natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher an den Tisch ran, ein bisschen lockerer das Ganze. Von daher sind wir jetzt froh, dass es wirklich so einfach doch gewesen ist und freuen uns jetzt darauf, dass wir ziemlich sicher jetzt im Halbfinale gekommen sind. Es geht entweder gegen Slowenien oder gegen Schweden. Habt ihr da einen Wunschgegner von den beiden? Die spielen ja gerade noch. Okay, ich glaube, Slowenien wäre natürlich für uns deutlich besser, vor allem der Bojan Tokic ja auch nicht gegen Abwehr spielen kann so richtig. Aber ich glaube, Schweden wird das machen. Die haben einfach eine sehr starke Mannschaft. Sind ja vor allem der Anton Kjellberg und Christian Karlsson aus Düsseldorf bekannt. Die haben einfach eine starkkräftige Truppe hier. Und da wird es einfach schwer werden dann. Da sind wir alle wieder gefordert, dass wir da die Punkte holen. Und ich glaube, da wird es dann auch ein sehr, sehr viel engeres Spiel werden.